mich mit Ruhm beladen. Ruhm haben wir 4. Vielleicht kriegen wir da noch mehr hin. Trinken wir. Auf den Mann, der uns den Zucker gebracht hat. Und hier ist das versprochene Gold. Was ist mit dem Rum für Stahlbart? Wir haben Zucker, wir haben Wasser. Also an mir soll's nicht liegen. Du bist genug gerannt. Ich klär das mit dem Alten. Ich brauche mehr Rum. Natürlich. So. Jetzt gehen wir mal zu Captain Stahlbart. Hey ho. Ich hab noch was, das dich überzeugen könnte. Buß ist bereit, den Rum zu liefern. Alle Achtung! Jetzt bin ich beeindruckt. Ich verhandle noch den Preis mit Buß. Ich hab den Schatz von O'Brien gefunden. Viel beeindruckender, dass du ihm die Karte abgeluchst hast. Du verträgst was. Das gefällt mir. Wie sieht's aus? Nimmst du mich an Bord? So, dann lass mich mal nachdenken. Du siehst der Gefahr ins Auge. Kämpfst gegen Riesenkrabben. Die Sache mit Hank, Pete's Schatz, O'Briens Schatz, hast dich den Versunkenen gestellt. Vergiss nicht den Rum. Natürlich, der Rum. Was ist jetzt? Meine Tochter hatte recht. Du bist zu gebrauchen. Wenn du den Schwur leistest, bist du dabei. Was soll ich schwören? Jeder Pirat, der mit mir segelt, schwört auf sein Blut, dass er dazugehört. Du wirst Teil meiner Mannschaft. Wir segeln und kämpfen gemeinsam. Es gibt kein Zurück mehr, kein Aussteigen. Es sei denn, du stirbst. Alles klar, ich weiß Bescheid. Dann mach dich bereit, den Schwur zu leisten. Okay, gut. So. Na, kommst du auch mal aus deiner Hütte gekrochen, du Landratte? Dein Gejammer hat mich rausgetrieben. Du raubst mir noch den Verstand, du Lappen. Den hast du doch längst versoffen. Also, 7 für 2 Kisten, ne? Willst du mich ausrauben oder ein Geschäft machen? 5 für 4. Ich hab kein Fleisch. Ich bin nicht hierher gekommen. Ich brauche mehr Rum. Natürlich. Da, so. Na, kommst du auch mal aus deiner Hütte gekrochen, du Landratte? So, was ist mit dir? Na du, Pirat? Ich wusste, dass du es schaffst. Klar, auf zu neuen Taten. Okay, ich hab keine... Letzte Ablenkung. Worauf trinken wir? Na, kommst du auch mal aus deiner Hütte gekrochen, du Land? Letzte Ablenken. Wieso muss ich denn das machen? Raus hier! Ja, geh nur! Nimm hier ja nichts mit. Genau, wir müssen der alten Norton, war das die? Einen schönen Gruß von Morris. Morris? Dieser Mistkerl ist einfach abgehauen und lässt sich nicht mehr blicken. Dabei schuldet er mir noch Gold für... wenn ich den in die Finger kriege. Morris ist unten, vor der Kneipe. Er ist nicht auf dem Schiff? Hank wird sich um ihn kümmern. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Worum geht's? Alistair braucht ein wenig Gesellschaft. So, so. Ja, schau da hinten durch. Er könnte ein wenig Ablenkung vertragen von seiner schweren Arbeit. Wir verstehen uns. Noch nicht ganz. Lass dir Zeit mit Alistair. Jetzt verstehen wir uns. Keine Sorge, ich werde mich gut um ihn kümmern.
Für einen guten Rum braucht man Geduld. Ja, geh nur! Hallo, Alistair. Pass hier nichts Lola. An, klar? Du hast dich ja schon lang... So, wir müssen jetzt bis Mitternacht pennen, weil da... Geht natürlich ins Bett, wenn wir Mitternacht haben. Lola! Du hast dich ja schon... Raus hier! Ja, geh nur! Dann geh mal pennen, alter Sack. Geh schlafen, du miese... Ah, Kiste. Goldmuschel. Ah, Dietrich habe ich, das können wir... Lola! Du hast dich ja... Für einen guten Rum braucht man Geduld und Ruhe. So, ganz mal schnell... Was? Was, wie, wo war das jetzt gerade mit der... Ich komme jetzt noch nicht nach. Was? Wo war das? Nee. Das war auch nicht die Truhe. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Hier können wir gar nichts mehr ausrauben. Vom Brennen verstehe ich nichts. Ja, ist mir auch klar. Lola, du hast... Nicht so viel quatschen. Schnaps brennen lernen für 1000 Gold. Dann sieh dir mal alles in Ruhe an. Ja, du wirst... So, tschüss. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. So, wir müssen jetzt... Wir haben Dietrich bekommen. Daher können wir dem da oben, dem Herrn, den wir... warte mal, speichern. Der eingeschlossen ist. Nicht dir, dem da... Ich habe hier den Dietrich, den du wolltest. Bestens. Dann kannst du jetzt mal sehen, wie ein Meister das macht.
Zeig's ihm! Falsch geraten. Zeig, was du kannst. Du. Da, da, Scheiße, der haut mich um. Los doch. Scheiße, der haut mich wirklich um. Du blödes Ding, du Scheiß Pirat sind wir. Danke, dass du mich befreit hast. Du hast was gut bei mir. Hier, nimm schon mal den Dietrich. Wenn du willst, zeige ich dir, wie man damit umgeht. Was hast du jetzt vor? Ich werde mich mal zum Piratennest aufmachen. Mach mich zu einem guten Dieb. Es ist alles eine Frage des Goldes. Schlosser knacken. Ich bin noch nicht gut genug. Unbemerkt bewegen muss ich nicht. Gerissenheit 4. Später. Später. Was habe ich denn so? Wo sehen wir das? Vier muss ich hier haben. Deine Stiefel stehen in der Baracke? Ja. Und die Baracke wird bewacht. Aber ich wette, nachts schlafen die Bastarde. Du brauchst also nur lautlos da rein und kannst dich ein bisschen bedienen. Ich kann dir beibringen, wie das geht, wenn du willst. Da drin gibt's bestimmt noch mehr zu holen. Nein, nein. Warte, ich komm mit. Gut, dann wollen wir mal. Bleib schön an meinem Heck. Ja, das bleib ich. Auf jeden Fall. So. War das die Baracke? Na, komm mal mit. Wo will denn der jetzt hin? Die Baracke, von was denn? Hier habe ich alles schon ausgerottet. Das ist eigentlich gut und... Oh, nie. Das ist eine Falle. Kommt es darauf an, wo er hin will. Ich muss einfach mal auf Leertaste drücken die ganze Zeit. Ich gehe nicht in der Mitte. Irgendwo hier ist eine Falle. So, wir sind jetzt in der Dunkelheit versteckt. Na, hier ist ein Hure, aber... Da ist unser... Komm mal! Wo will der mit uns hin? Baracke, was meint er damit mit der Baracke? Die von den. Mach jetzt hinne. Oh Scheiße, tu mir nichts. Sitz, mach Platz. Wir haben nun den netten, naja, Herrn nicht, aber wir haben den netten aus dem Gefängnis befreit.
Was macht er mit uns jetzt? Er lässt uns einfach hängen. Und naja, wir müssen dem... Ach, Mann. Das will ich gar nicht erzählen, was der will. Ja, auf jeden Fall habe ich keinen Sprachfehler, aber sicher in der nächsten Folge. Weil, wie soll man da schon hinkommen? Wenn wir nicht irgendwas metzeln, mördern oder irgendwas anderes in der Art. Wir sind auf jeden Fall wieder startklar in Arisen 2 Dark Waters. Viel Spaß. Beim nächsten Mal.